wenn wir jetzt hier irgendwie Fehler machen, dann war es das. Ne? Voll links, was geht? Hast du gerade gesagt, ich hoffe, ich habe keine Angst? Ich hoffe, ja. Willkommen zu einem neuen spannenden Video hier auf dem Kanal. Ich bin heute im Steinbruch und darf vermutlich das Spannendste in der ganzen Real-Life-Serie erleben. Ich werde nämlich heute einen großen Offroad-Truck fahren dürfen. Und den gibt's auch im Spiel Offroad Truck Simulator Heavy Duty Challenge. Hier lassen sich mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen Transportmissionen und Erkundungsfahrten im Offroad-Gelände erledigen. Und im Sportmodus kann man sein fahrerisches Können im Steinbruch, in der Sandgrube oder im trockenen Flussbett zeigen, nach Vorbild des europäischen Truck Trial mit detailliert nachgebauten Fahrzeugen dieses Truck-Wettbewerbs. Und ich schaue mir heute mal an, wie das in der Realität funktioniert. Und ich habe mich gerade schon mal so ein bisschen im Steinbruch umgeschaut. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Respekt. Also, los geht's. Heute an meiner Seite Truck Trial Profi Marcel Schoch. Wenn er diesen speziell für den Motorsport umgebauten Truck steuert, den es so übrigens auch im Offroad Truck Simulator gibt, dann sieht das so aus. Marcel, ich darf heute diesen Truck hier fahren. Das ist ja wirklich ein Truck der Superlative. Erstmal musst du aber erklären, was genau ist deine Rolle in der Truck Trial? Genau, also wie du schon sagst, wir fahren Truck Trial, Europameisterschaft. Ich in Person bin Fahrer dieses Trucks hier. Mittlerweile seit 13 Jahren relativ erfolgreich unterwegs. Neunfacher Weltmeister. Nein, Europameister. In die Welt haben wir es noch nicht geschafft, die anderen Kontinente konnten wir von unserer Sportart noch nicht überzeugen. Aber in Europa sind wir dann von Ungarn bis Sardinien und England, Schweden, waren wir schon alles dabei, relativ gut unterwegs. Wir haben gerade schon mal so eine kleine Testrunde gedreht, weil das wirklich ein komplexes Fahrzeug ist und die Strecke hier auch sehr komplex ist. Man kann viel falsch machen und wenn man viel falsch macht, dann kann man sie auch mal überschlagen oder so und dann muss man mit den Baggern rausgeholt werden. Geht heute nicht, deswegen mussten wir da schon mal so ein paar Sicherheitssachen durchgehen. Jetzt habe ich hier im Prinzip ein ganz normales LKW-Cockpit mit noch so ein paar Zusatzschaltern. Genau. Aber im Prinzip brauche ich das Lenkrad, ich brauche Kupplung und Gangschaltung natürlich. Und dann gibt es hier noch ein paar Offroad-spezielle Sachen. Genau, also ohne Allrad würde gar nichts gehen bei uns im Sport. In Fachkreisen hat man dann eben auch noch die Sperrenschaltungen. Das heißt, Allrad ist ja nicht gleich Allrad. Wenn ich jetzt keine Sperren hätte, beim Allradfahrzeug würde sich immer nur ein Rad antreiben. Das, wo im Prinzip am leichtesten sich hat. Durch die Sperren können wir dann gezielt drauf eingehen und dann gezielt auch dann verschiedene Radreifenkombinationen dann antreiben. Dann. Wenn wir uns in eine Ecke zum Beispiel schlängeln wollen, schalten wir dann die Sperren so gezielt oder wenn wir praktisch einen Berg hoch wollen, schalten wir es dann wieder anders, wie wenn wir quer am Berg fahren. So spielen wir mit den Sperren. Ist natürlich ein bisschen Erfahrung nötig, aber Erfahrung habe ich. Dir schauen wir mal, was wir noch beibringen können heute. Genau, und Allrad ist dabei, Differentiale sind dabei und das muss dann auch pro Achse, also wir haben vier Achsen hier. Genau. Das muss dann einzeln geregelt werden, teilweise. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass ein zuschaltbarer Allradantrieb ist. Das heißt, bevor man erstmal überhaupt ins Gelände will, müssen wir erstmal Allrad einschalten. Ansonsten bleibt man jetzt schon wahrscheinlich auf der Stelle stehen. Wenn wir extrem den Lenkeinschlag drin haben, wird er wahrscheinlich schon stehen bleiben. Deswegen ohne Allrad abseits der Strecke geht gar nichts. Und das Thema ist ja auch noch, wir haben die vielen Achsen. Und eine Achse, wenn sie angetrieben ist, hilft sie uns. Wenn eine Achse nicht angetrieben ist, kann ja schon wieder ein Stein oder ein Hindernis an der Achse anstehen. Und das heißt, das ist dann wie ein Keil, was dann dran steht, wenn sie nicht angetrieben ist. Dann, ja. Okay, gut. Probieren wir es mal. Wir probieren es einfach mal. Genau. Draufbleiben, bis an ist, bisschen Gas geben. Genau. Vom Ablauf her, ganz normal, Handbremse raus. Du bist auf der Bremse. Noch nicht, jetzt. Genau, einfach Handbremse raus. Wir schalten jetzt den Allrad schon mal zu, egal wo wir jetzt im Gelände sind. Im Moment sind wir nur längs gesperrt. Für die Leute, wo es praktisch sich auskennen, alle Achsen längs gesperrt. Wenn wir nachher ins richtige Gelände gehen, sperren wir dann noch quer die Achsen. Das heißt, dann haben wir 100%ig gesperrt. Jedes Rad ist angetrieben und dann kommen wir eigentlich überall durch. So, jetzt einfach den Gang einlegen, erster Gang mal. Der Motor läuft, die Theorie ist durch, jetzt wird's ernst. Ich darf mit dem Truck auf den ersten Hügel fahren. Da haben wir eine kleine Rampe, da können wir jetzt mal probieren, was so passiert.
fahren wir mal ran. Nichts anderes wie im Auto, einfach nur ungefähr zielen. Das Fahrzeug verzeiht sehr viel. Du kannst mal jetzt noch voll sperren. Jetzt probieren wir einfach mal so. Und das Interessante auch, du kannst jetzt einfach mal von der Kupplung kommen, lass es einfach den Bord hochziehen, das Fahrzeug. Das Motormanagement regelt es, dass es nicht ausgeht. Achse eben auch das Thema, die Achse, aus der Achse hebt sich relativ schnell hoch, sieht spektakulär aus, wir ziehen gleich voll nach links. Ich schalte hier die Quersperren gleich nochmal aus, dass wir vom Wendekreis her ein bisschen enger kommen. Genau. Bei uns im Wettbewerb ist dann eben auch so, also wir fahren nicht nur einfach im Gelände, wir haben dann unsere Tore, wo wir durchfahren müssen. Das Ziel bei uns ist es einfach so wenig wie möglich Strafpunkte zu bekommen. Komme ich da jetzt rum noch? Da kannst du, also das Fahrzeug macht das alles mit, leichte Touchierer oder sowas, Schutz ist überall dran. Bei uns ist auch so, Richtungswechsel kosten Strafpunkte bei uns im Wettbewerb. Von dem her nehmen wir das alles mit. Man muss immer nur aufpassen, dass nichts ins Fahrzeug reinschnallt dann oder sowas dann. Jetzt kommen wir da auf ein paar kleine Abfahrten hier, auch mal noch zum Eingewöhnen. Die Empfehlung ist immer natürlich einen kleinen Gang einlegen, sperren alle rein, lieber zu viel wie zu wenig, wenn man nicht den Wendekreis benötigt. Kleiner Gang rein und einfach nur über den kleinen Gang rollen lassen. Nicht großartig mit der Bremse. Klar, Bremse geht immer. Und wenn man natürlich stehen will, muss man die Kupplung drücken, sonst geht er natürlich aus. Ist normales Getriebe, wie beim Auto auch dann. Aber hier würde ich jetzt kurz vorher nochmal kontrollieren, ob ich den ersten Gang auch drin habe. Ja. Erster Gang ist drin. Wir haben unsere Untersetzung und alles drin. Wir können nochmal Untersetzung mit Verteilergetriebe. Jetzt haben wir nochmal die Gänge halbiert. Jetzt hast du nochmal einen kleineren Gang. Machen wir wieder alle Quersparren rein, dass das Fahrzeug auch spurstabil treibt. Das heißt, es kann sich dann nicht verdrehen während dem Fahren. Und da kannst du jetzt einfach eine Linie aussuchen, wie du willst. Ich hoffe, ich habe keine Angst, aber probieren wir einfach mal so von Anfang das. Also jetzt, ich fahre jetzt hier runter. Einfach langsam runter, Kupplung kommen lassen. Hast du gerade gesagt, ich hoffe, ich habe keine Angst? Ich hoffe, ja. Kommt für mich auch nicht so oft vor, dass ich einen Fahrer habe. Okay, Beifahrer wäre nicht meins im Wettbewerb auf jeden Fall. Dann, ja. Und einfach langsam Gang kommen lassen, Lenkrad fest in die Hand. Und einfach mal kontrolliert runterlassen. Wenn es zu schnell wären würde, warum auch immer was nicht passiert, Bremse und Kupplung drücken, stehen bleiben, kriegen wir auch alles im Griff. Aber einfach mal, dass ich jetzt so mal von Anfang. Einfach mal Kupplung kommen lassen, langsam runterziehen. Egal wie. Gerade kann ich nicht ganz glauben, was ich hier gerade mache. Zwei Räder in der Luft. Sobald wir wieder unten sind, packen wir gleich wieder die Sperren raus, sind wir wieder beim Lenken her ein bisschen einfacher dann. Dann können wir einfach nochmal eine Runde drehen, schauen wir, was wir noch finden. Okay, also das war sozusagen der Einstand. Die Taufe. Die Taufe. Jetzt können wir auch nochmal die Verteilergetriebeuntersetzung rausnehmen, bleib mal kurz stehen. Kupplungbremse. Außen, jetzt kannst du mal ein bisschen höheren Gang wählen. Genau. Pack mal einen zweiten Gang rein, also nach hinten. Müssen wir nur schauen, dass wir keinen Rückwärtsgang drin haben. Das müsste nochmal passen. Fahr mal langsam an und wenn du merkst, es ist nicht so schnell der Gang, dann fahren wir Richtung Berg und dann gib mal Gas den Berg hoch, was passiert. Der Stopp, nochmal Stopp. Der ist zu hoch. Probieren wir jetzt nochmal. Ist Kupplung komplett weg? Jetzt. Vollgas. Gehen wir nochmal links weg. Wir tasten uns langsam ran. Wenn wir hier so eine Kurve fahren und einen engeren Wendekreis noch wollen, dann haben wir seit 2-3 Jahren den Vorteil, dass vom Reglement her Lenkbremse freigegeben ist. Das heißt, wenn ich jetzt einfach zum Beispiel hinten die Lenkung zumache, merkt man, wie er nochmal ein bisschen enger zieht. Macht es möglich, weil die Serie mittlerweile auch zulässige Lenkbremsen hat. Aber gerade bei uns beim Vierachser extrem wichtig. Den ersten Gang rein. Du merkst nachher beim Anfahren, ob er wirklich klein ist, der Gang. Wenn er zu schnell ist, stehen bleiben, dann machen wir lieber einen kleinen. Wobei, jetzt kann es in dem Fall nichts passieren. Wir machen wieder alle Sperren rein, Kupplung langsam kommen lassen, dann wissen wir, dass der Gang drin ist. Deswegen jetzt einfach nur über den Gang einfach runterrollen lassen. Einfach nur geradeaus runterrollen, egal was kommt. Nicht auf die Kupplung, einfach nur rollen lassen, wird nicht schneller. Ist eigentlich angenehm, also er
komfortables Fahren. So, ich fahre links da jetzt an der Kante entlang und dann drehen wir hier um und dann können wir mal den Berg noch hochfahren dann. Schön auf der hier gerade bleiben. Ja. Und jetzt links, was geht. Kupplung und Bremse. Erster Gang. Schauen wir, ob er drin ist. Kann nichts passieren, immer drauf bleiben. Wenn er stehen bleiben würde, Sperre dazu rein und dann geht es weiter, aber schafft auch so gut. Jetzt haben wir gemerkt, ein richtig schöner enger Lenkerkreis, Kombination Lenkbremse und irgendwo angelehnt. Ich mache eine Sperre noch rein, jetzt macht er weiter. Ja. Soll ich hinter diesem Auto sozusagen herfahren? Ne, wir fahren ein bisschen schräger. Also du siehst ja die Spuren, was wir hier runter sind. Ja. Siehst du? Versuch mal da drauf zu halten, bis da hoch geht. Gut, dann müssen wir glaube ich noch alles ranmachen. Das passt alles. Hier machen wir noch, hier passt alles. Jetzt einfach kleiner Gang und langsam mal hochzuckern lassen. Also wirklich hier drauf? Hier drauf, kein Gas geben, einfach nur gegen das Motormanagement kommen lassen dann. Und nun steigern wir uns, im wahrsten Sinne des Wortes, denn jetzt wartet die letzte Herausforderung des Tages auf mich. Mit dem Offroad-Truck geht's auf einen Berg mit extrem steiler Abfahrt. Genau, jetzt fahren wir mal da oben entlang. Sollen wir schon hinten hochfahren oder hin unten nochmal eine Runde drehen? Nee, ich glaube, das kriegen wir hin. Das macht schon irgendwie total Spaß. Ne? Also kann man schon drauf achten? Das ist ja die Spuren, da weiß ich ungefähr, wo fahren wir. Immer lieber zu früh wie zu spät lenken. Vom Wendekreis her. Weil aufmachen kannst du immer noch und ob wir jetzt hinten ein bisschen abkürzen auf deiner Seite oder nicht. Hier schalten wir, gehen jetzt langsam so ein bisschen in die Schräge rein. Umso wichtiger ist, also was ich nicht will, ist, dass du die Kupplung drückst und keine Bremse. Ja. Deswegen ist jetzt kein Eck, das hast du vorher gesehen, im kleinen Gang einfach hochzuckern. Einfach nur dranbleiben, kein Problem dann. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um dich sozusagen vertraut damit zu machen? Ich fahre jetzt seit 14 Jahren oder sowas, 14, 15 Jahren. War aber davor schon 5, 6 Jahre auch mit im ganzen Zirkus dabei. Das heißt, ich habe halt auch die Erfahrung, dass ich weiß, was möglich ist. Das heißt, bevor ich in das Auto jemals gesessen bin, habe ich schon gesehen, was Vorgänger mit anderen Fahrzeugen im Gelände gemacht haben. Ich sage immer, jemand, der weiß, was theoretisch funktioniert, ist ein besserer Trailfahrer wie ein guter LKW-Fahrer. Und was halt auch noch das Erfolg immer bei uns ist, ist auch klar ein beständiges Team. Gleiche Beifahrer, gleiches Team und einen drumherum. Mhm. Wenn wir Schaden haben, sind wir eingespielt. Jeder weiß, was er zu tun hat, weil wenn wir Schaden haben und Sektionen nicht fahren können, bekommen wir auch Strafpunkte. Gehen wir mal eins höher, kleiner Gang rein. Probieren wir mal aus, ob wir auch einen kleinen Gang drin haben. Müsste eigentlich passen jetzt. Schauen, dass wir alle Untersetzungen anhaben. Sperren, packen wir alle rein. Wie gesagt, völlig ausreichend über das Standgas zu gehen. Der Motor regelt sich selbstständig, dass eben nicht ausgeht. Wenn wir merken, dass er durchdreht, können wir noch ein bisschen Gas geben. Wenn nicht, wenn er stehen bleibt, hauen wir die Bremse rein und müssten nochmal rückwärts fahren und mit dem schnelleren Gang nochmal versuchen. Aber bin mir ziemlich sicher, wir haben ein gutes Grip-Level gerade im Moment hier. Ist nicht nass die Strecke, müssten wir eigentlich auch im Standgas hochkommen. Man hört ihn auch. Hat so seine Geräusche mittlerweile in alle Richtungen. Du hast ja gesagt, lieber früher lenken, das heißt jetzt schon. Ja, jetzt langsam anziehen. Immer, wie beim Autofahren auf der Rennstrecke, immer hinschauen, wo man hin will und dann so lenken. Das ist ja absurd, was wir hier gerade machen. Kannst auch ein bisschen aufs Gas gehen, ein kleines bisschen. Dann schön in einem Zug dann noch ein bisschen zu mir rüber, dass wir nachher nicht in deine Ecke schleifen. Also leise in der Hütte. Ich hatte kurz das Gefühl, dass wir umkippen.
Das ist, wie gesagt, es kommt so vor, weil wir extrem hoch sitzen. Ja. Das Fahrzeug, also wir haben ein Neigungsmesser drin, er zeigt 40 Grad an. Wir waren am Anschlag auch kurzfristig. Aber das Fahrzeug hat aber das Fahrzeug hat eine gewisse Länge. Ja. Das ist der Vorteil. Natürlich, das Fahrerhaus war vorne schon extrem in der Schräge. Ja. Hinten sind wir relativ gut gestanden, dann im Viererpaket hinten. Und dadurch, dass das Fahrzeug auch so lang ist, verwindet sich es auch. Also diese Gewichtsersparnis, was wir bei dem Fahrzeug haben, ist nicht nur einfach, dass wir leicht sind, sondern der Rahmen verwindet sich jetzt auch einfach. Das heißt, Verbindung fördert wieder die Traktion und wir können eben um solche Ecken besser schlängeln und der wenn der Rahmen weicher ist, stehen wir eben auch wieder stabiler, weil das Fahrzeug am stabilsten steht, wenn es einfach Kontakt zum Boden hat, dann logischerweise. Dann, ja. Also man muss sich das ja nochmal vor Augen halten. Ich meine, dass hier am Fahrzeug viel kaputt gehen kann, das ist klar. Aber wir sind hier auf einem extrem unwegsamen Gelände, wo auch einfach viel passieren kann. Also wenn wir jetzt hier irgendwie Fehler machen, dann war es das. Ne? Ja, deswegen, ich habe immer die Handbremse im Blick. Das heißt, soll irgendwas passieren, ja, gut, hau ich den Anker rein. Immer so viel bringt, ich weiß es nicht. Ja, ich hau die schnell rein, wenn es sein muss. Dann also. Deswegen lasse ich dich auch mit einem kleinen Gang fahren. Bisschen rüber, ja. Und dann bleiben wir erstmal stehen, Bremse drücken. So, jetzt packen wir vorsichtshalber erstmal in den ersten Gang rein. Der erste, achso, ist drin, ja. Müsste passen. Wir lassen uns mit den Sperren noch ein kleines bisschen Zeit, bis wir so um die Kurve rum sind. Was wir jetzt machen, wir machen kurz die Handbremse rein, packen mal kurz einen Neutralen rein. Jetzt schnallen wir uns erstmal an. Bevor wir so einen Berg runterfahren, wollen wir dann einmal doch besser angeschnallt sein. Ach, sehr gut. Also ihr in der Truck Trial seid ja, also ihr seid schon schneller unterwegs als ich jetzt hier, ne? Also ein bisschen flüssiger unterwegs. Ein bisschen flüssiger. Wie gesagt, bei uns ist kein Rennen. Aber worauf ich hinaus wollte, ihr fahrt ja auch mit Helm dann immer, ne? Ja, also wir fahren jetzt im Moment noch Strecken, was jetzt noch nicht extrem sind. Wenn ich nachher noch Vorführung mache oder so, noch ein bisschen was zeige, da wollen wir dann sicher noch ein bisschen schneller unterwegs sein. Jetzt fahren wir mal langsam noch, also machen wir erstmal wieder den ersten Gang rein, Kupplung. Lass mal kurz anrollen, noch um die Kurve voll eingeschlagen. Machen wir die Bremse auf. Jetzt bleibt es noch ein bisschen bei mir, dass wir ein bisschen gerade über die Kuppe gehen. Ich packe jetzt schon mal alles rein, das halten wir noch mal kurz an, besprechen wir noch mal das Ganze. Das heißt, wir gehen jetzt nur Kupplung runter. Du wirst merken, es wird ein bisschen flüssiger sein. Das heißt, du bist leicht auf der Bremse drauf. Gas brauchen wir gar nicht, da brauchst du gar nicht hingehen an der Stelle. Ja. Leicht auf der Bremse, nicht mit der Kupplung verwechseln und einfach jetzt mal langsam runterkommen lassen. Du kannst jetzt schon mal leicht auf die Bremse gehen, dann kriegst du ein bisschen Gefühl für die Bremse. Aber immer noch bei mir bleiben, noch ein bisschen gerade. Wir haben ein langes Fahrzeug. Du merkst, dass das Geräusch von der Bremse kommt, also es passt alles so. Das ist der schlimmste Punkt, ist immer über die Kante, das haben wir jetzt schon geschafft. Jetzt sind wir eigentlich kontrolliert im Berg. Wahnsinn, das ist Wahnsinn, welche Kräfte hier wirken. Ja, man darf nicht vergessen, wir haben hier 12,5 Tonnen ungefähr. Das heißt, wir schieben hier schon was den Berg runter. Sind zwar nicht beladen, aber dafür steil dann. Ne? Okay, ich glaube, wir können es mal noch ein bisschen links da abkürzen, einfach knapp an dem Busch dran vorbei, einfach jetzt so im Zug, also nicht dazwischen, sondern da links die kleine Kuppe, einfach da knapp dran vorbei, einfach weiter rollen lassen, jetzt voll links hoch. Uiuiui. Haben wir ein bisschen Verbindung drin jetzt gerade. Ne, fahr weiter links, geht weiter links. Oh. Voll links, was geht. Weil für dich ist es ja alles total entspannt, ne? Als Beifahrer nicht, aber wir haben es unter Kontrolle, Alter. Erfahrung ist an Bord. Also, ja. Also aber ich meine, das Hochfahren finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm und das Runterfahren auch nicht. Aber wenn es kippt, das ist ein unangenehmes Gefühl, finde ich. Aber es ist auch spannend. Macht auch irgendwie Spaß. Soll ich den mal hier stehen lassen? Super. So,
Das waren sie, die ersten Meter. Ich durfte das Fahrzeug gerade mal kennenlernen und hier so ein bisschen durch den Steinbruch bewegen. Und ich muss euch ehrlich sagen, es war ein absolut krasses Erlebnis. Also hoch runterfahren, das ist schon mal das eine. Dann auch das Fahrzeug kennenlernen und so die ganzen Bedienelemente und so richtig einsetzen. Auch das muss man, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, da muss man erstmal so ein bisschen klarkommen. Aber wenn man dann da oben steht und die Hälfte der Räder in der Luft stehen und man das Gefühl hat, dass das ganze Fahrzeug jetzt gleich komplett umkippt, das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera jetzt aussah, aber für mich war es auf jeden Fall ein großes Erlebnis. Das war allerdings natürlich eigentlich nichts. In der Truck Trial sieht das alles noch wesentlich spektakulärer aus. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr sagt, das interessiert mich auch, das würde ich auch ganz gerne mal machen, dann könnt ihr euch das im Spiel Heavy Duty Challenge anschauen. Da könnt ihr auch genau mit diesem Truck, den ich heute gefahren bin, könnt ihr auch unterwegs sein und könnt dann mal die Differentialsperre ausprobieren, Allrad ausprobieren und habt dann natürlich auch viele Challenges, die ihr da absolvieren müsst. Schaut es euch gerne mal an. Vielen, vielen Dank an alle, die das heute möglich gemacht haben. Also insbesondere an Aerosoft, aber auch vielen Dank an das HS Schoch Team. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wie fandet ihr es? Würdet ihr sowas auch ganz gerne mal machen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder sagt da, das ist gar nichts für mich. Lasst es mich gerne wissen. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne beim nächsten Video wieder rein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.